Ja, willkommen zurück in unserer Welt. Minecraft live in the woods, allein in der Wildnis. Wir stehen hier neben unserem Skelett, unserem einzigen Freund, den wir in dieser einsamen Welt haben, und teilen uns genüsslich das Essen. Ein bisschen was für mich und ein bisschen was für ihn. Wobei das Fleisch immer abprallt an ihm, was wahrscheinlich ein ziemlich sicheres Zeichen ist, dass Skelette nichts essen müssen. Das wird es dann wohl sein. Naja, jedenfalls liegt unser einziger Freund dort in der Ecke und schaut uns zu, wie wir hier arbeiten. Ich habe mir nochmal eben so ein bisschen in Ruhe diese Deko-Bench hier angeguckt, weil ich hinter eine Sache nicht richtig hintergestiegen bin, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Einerseits kann man hier oben farbigen Lehm reinpacken. Ne? Man kann diesen Lehm ja craften aus Sand, Erde und eben einer entsprechenden Farbe, entweder rot, grün oder blau. Dann bekommt man farbigen Lehm. Andererseits kann man hier aber auch noch Farben zugeben. Was ich nicht verstehe ist, warum man überhaupt verschiedenfarbigen Lehm da oben reingeben kann, wenn man sowieso nochmal extra separat hier Farben reindonnert, um die Gegenstände dann eben entsprechend einzufärben. Das raff ich irgendwie nicht. Man könnte doch genauso gut eine einzige Art von Lehm hier reinballern, theoretisch 6000 Einheiten, wenn man will, und dann hier unten mit entsprechenden Farben dann die Auswahl hier gestalten. Das habe ich irgendwie nicht gerafft. Ich verstehe es immer noch nicht so richtig, warum das so ist. Aber es reicht für mich jetzt jedenfalls aus, um zu wissen, ich hau hier einfach irgendwelchen Lehm rein, egal welche Farbe der hat, und steuere dann eben durch diese Farbgebung hier unten, was man daraus jetzt produzieren kann. Oder ich weiß es nicht, vielleicht habe ich auch irgendwie eine ganz bestimmte Sache jetzt übersehen. Das werden wir auf Dauer noch rausfinden, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall haben müssen, sind verschiedene Farben. Blau haben wir wirklich reichlich vorhanden, damit können wir uns eindecken, da haben wir ja hier genug Lapis Lazuli, was wir dafür auch verwenden können. Auch Rot, naja, Rot haben wir auch nicht mehr allzu viel, Kaktusgrün haben wir allerdings so gut wie gar nicht mehr. Und ich überlege jetzt gerade mal, wie wir Kaktusgrün eigentlich bekommen können. Wir haben ja, wir haben uns ja schon mal umgeguckt im Blumenhaus, ne? Also bevor wir jetzt hier munter weitermachen mit diesen ganzen Deko-Sachen, möchte ich einfach erstmal so eine sichere, fundierte Quelle für Farbstoffe haben, die auch immer wieder nachwächst gegebenenfalls. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das hier mit den Kakteen war. Kaktuspaste. Kaktuspaste? Kaktuspaste? War das mit Kaktuspaste? Mit der Kaktuspaste ging das aber nicht, ne? Oder wie war das jetzt? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Mit Kaktuspaste konnte man das, glaube ich, nicht machen. Man musste, glaube ich, Kaktusgrün haben und nicht Kaktuspaste. War das so oder war das nicht so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Lass nochmal eben schnell zurücklaufen. Eben nochmal schnell zurücklaufen. Ganz kurz gucken, ob das mit dieser Kaktuspaste funktioniert. Denn wenn das jetzt mit der Kaktuspaste funktionieren würde, ja, dann wäre das eigentlich ziemlich einfach, weil dann würden wir einfach eine Kakteenzucht machen. Siehst du, das geht nämlich nicht. Hier zum Vergleich, Lapis Lazuli geht. Hauen wir nochmal blau rein. Hier haben wir jetzt übrigens 66 mal blau. Und jetzt haben wir 74. Also 8 Einheiten sind das immer, die man durch einen ja, Block, wie auch immer, dazu gewinnt. Also mit Kaktuspaste funktioniert es nicht. Das ist ein bisschen verwirrend, wieso es mit Kaktuspaste nicht geht. Wie gewinnt man denn nochmal Kaktusgrün? Das muss wirklich speziell, das Thema hatten wir schon mal, speziell Kaktusgrün sein. Boah, ey, das geht mir hier so auf den Keks. Erstmal geht mir dieser Baum hier total auf den Keks. Und dieses Stocken, wenn ich hier rumlaufe. Ich glaube, wir müssen wirklich mit dem Vieh, mit dem ganzen Vieh, was wir hier haben, irgendwie mal einen Umzug veranstalten. Die Hühner weg und die Kühe weg. Ich weiß noch nicht, wann wir das alles machen wollen. So, Kaktuspaste müsste eigentlich schon seinen festen Platz haben. Hat es natürlich noch nicht. Nein. Wo packen wir das denn mal hin? Kaktuspaste. Eigentlich müsste die ja hier oben rein, ne? Vielleicht müssen wir auch das hier nochmal auf Dauer so ein bisschen farblich sortieren, damit wir die Sachen auch besser finden. Okay, wir nehmen das jetzt mal hier raus, was auch immer das ist, und packen hier Kaktuspaste rein, weil wir das auch nicht als Farbstoff verwenden können. Sonst hätte ich gesagt, wir packen das bei uns in den Keller. Hellgrüner Farbstoff. Können wir auch nicht verwenden. Haben wir auch nichts von. Hellgrüner Farbstoff. Wollen wir eben gucken hier. Ja, hellgrün. Hellgrün, sehr schöne Farbe. Können wir auch nicht verwenden.
Es ist so traurig. Was haben wir denn letztes Mal verwendet für diese Kaktuspaste? Was war das denn? Pyramiden-Thuja? Ja, toll. Pyramiden-Thuja, von dem ich nicht weiß, wie man den, Bursch, wie viel haben wir denn davon? Ich möchte ja was Nachwachsendes haben. Also 8 Pyramiden-Thujas haben wir. Und ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, wie wir diese Thujas, aussehen und so ernten können, dass wir da, dass die sich auch vermehren. Weil das tun sie nicht. Die stehen, glaube ich, draußen vor unserem Haus. Das sind noch Thujas, ne? Moment, ne, hier sind Buchsbäume. Buchsbaum. Was sind das denn hier für Dinger? Zylinder-Thujas, die gehen wahrscheinlich auf. Und Pyramiden-Thujas. Die wachsen einfach nur. Man setzt die. Ich setze jetzt hier mal spaßeshalber irgendwo einen hin. Da. So, der ist klein und irgendwann wächst der. Und dann kann man den ernten und dann hat man wieder einen. Ja. Toll, super. Haben wir also nichts von. Und mit diesen Zylinder-Thujas ist das das Gleiche. Welches... Ach, Plätt-Megapack. Ja, also alle Pflanzen... Ich glaube, der Verdacht bestätigt sich, den ich irgendwann auch schon mal geäußert habe. Es wiederholt sich irgendwie alles. Dass Pflanzen aus dem Plätt-Megapack, dass man die irgendwie nicht vermehren kann. Man kann die einsammeln, lustig und munter. Was ist eigentlich... Haben wir gerade mal eine Schere mit? Sonst hätte ich jetzt gerade überlegt, man schneidet mal eben was von diesem Baum ab. Wir können mal eben ins Haus gehen. Ich würde gerne mal gucken, ob man aus den Hecken irgendwas machen kann. Vielleicht lässt sich... Ich meine, das wäre natürlich super cool, ne? Super cool, wenn man aus den Hecken irgendwie eine nachwachsende, ja, Einheit gewonnen hätte, mit der man denn dann auch Farbstoff immer wieder da hat. So, nehmen wir mal eine Schere mit. Hier oben war noch eine. Aus alten Zeiten. Ne, Moment, lass uns das mal im Haus machen. Wir müssen sowieso im Haus hier den Baum stutzen. Das können wir bei der Gelegenheit auch mal eben gerade tun. Also erstmal nehmen wir das ganze Kram hier jetzt mit. Was hier so ins Haus reingerannt. Oh, der Balkon. Meine, ist ja irgendwie schön, so im Grün zu wohnen. Aber ist ja hier kein Baumhaus, in dem wir leben. Boah, das oh, wir haben überhaupt keine Sicht mehr. Obwohl irgendwie... Ist das jetzt cool oder ist das uncool? Wir sehen ja gar nichts mehr. Wollen wir das einfach mal so stehen lassen? Wir lassen es jetzt mal so stehen. So, was ist damit? Nein, natürlich kann man aus Laterlaub auch nichts herstellen. Das ist sehr schön. Aus Setzlingen irgendwas? Ich will doch nur eine nachwachsende Einheit haben, mit der ich auch Farbstoff machen kann. Es ist so traurig. Es geht nicht. Es ist so traurig. Es geht nicht. Sieht es hier im Schlafzimmer aus? Rankt hier auch was rein? Nee. Fabi ist noch ohne Pflanzen hier. Da sowieso nicht. Ha, da ist noch was hier in unserer... Oh, guck dir das an. Das ist ja voll Kacke. Das ist, wie das Fenster zugewachsen ist. Der Balkon ist wahrscheinlich auch total zugewachsen oben. Wie das aussieht. Was ist denn das hier? Das ist das Fenster an der Seite. Verleiht das diesem Raum eine gewisse Mystik? Nein. Die Antwort ist nein. Es ist einfach nur... Keine Ahnung, was es ist, aber irgendwie... Da, 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 da. Oh Mann, die Invasion des Baums. Die Invasion des Baums. So. Also, auch wenn dieser Baum hier am Haus von unten ganz nett aussieht, aber irgendwie ist das... Ist der Baum so eine Art No-Go, finde ich. Ich glaube, da müssen wir gewaltsam mit der... Sense mal ran. Ich weiß ja nicht, Wir können ja mal so eine Art Abstimmung machen. Soll der Baum stehen bleiben oder nicht? Ja oder nein? Du hast jetzt die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben und zu sagen, ach, der ist, irgendwie ist der ganz nice, auch wenn man von unten guckt oder auch wenn man von oben in dieses grüne Blätterdach guckt, ist ganz interessant oder keine Ahnung, was sonst positiv findest, wenn du es negativ findest, als Beispiel, er verdeckt die ganze Sicht, er ist übermächtig, der verdeckt das halbe Haus, der muss weg, dann schreib das auch gerne rein. Ich bin mir im Moment nicht ganz sicher. Aber das liegt auch daran, weil mich dieser Baum im Moment, ehrlich gesagt, nur bedingt interessiert. Ne, Moment, hier brauchen wir nichts reinzuschmeißen jetzt von dem Krempel. Ne? Wir wollen ja jetzt auch Lapis Lazuli erstmal weiter behalten.
und so ein bisschen gucken. Ich bin gerade so ein bisschen hilflos. Wie sieht denn das eigentlich mit diesen Sachen hier vom Feld aus? Wenn wir jetzt einfach mal was ernten hier. Das sind doch alles nachwachsende Rohstoffe hier. Kann man daraus nicht irgendwie... Natürlich mit Rechtsklick eigentlich. So. Wie sieht es denn damit aus? Kann man da irgendwas... Na gut, man kann natürlich immer nur diese Samen daraus bekommen. Aus diesen ganzen Sachen, die hier wachsen, bekommt man eigentlich immer nur Samen. Auch das können wir knicken. Ich wollte eigentlich, ich hatte erst im Hinterkopf, dass ich hier hinten irgendwo ein schönes Kaktusfeld anlege. Weil wir ja noch ein bisschen Platz hier hinten haben. Aber das erübrigt sich jetzt eigentlich. Nehmen wir nochmal eben kurz den Bambus hier raus. Was ist damit nochmal? Damit kann man nur diese Bambuspfähle machen. Bambuspfahl, wenn wir die jetzt nochmal reinknallen, ergibt sich nichts. Also auch damit können wir nichts machen, ja. Keine Ahnung, etwas traurig die ganze Angelegenheit. Aber weißt du, was wir brauchen, wo wir jetzt gerade mal hier sind? Nehmen wir doch glatt nochmal gerade flugs ein paar Kürbisse mit. Das muss halt auch sein. Und immer noch sind wir auf der Suche nach... Oh, diese Melonen. Hallo! Nimm sie doch mit! Weiß man nicht, mit dieser... Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, so lange auf so ein Ding einzuhauen mit dieser super tollen Axt, die wir haben. Und weiter suchen wir nach einer Möglichkeit, Kaktusgrünen Farbstoff zu bekommen. Setzling haben wir so mit diesem Laterlaub, keine Ahnung. Lass uns das erstmal alles reinpacken. Mal gucken, was in Überlauf geht. Brokkoli und so, das sind natürlich alles essbare Sachen. Die nehmen wir mit in die Küche nachher. Kürbisse, selbstverständlich auch. Wir können auch was in unseren Rucksack nachher packen. Okay, was ist denn hier noch so? Was könnten wir denn noch verwenden? Mohn. Wir müssen ja nur wissen, welche Pflanze es ist, zum Beispiel. Was ist denn mit diesen Seerosenblättern eigentlich? Seerosenblatt. Kann man nichts mitmachen. Seerosenblätter, was ist das? Blaue Hortensie? Quatsch. Europäische Stechpalme. Ja. Ja. Europäische Stechpalme. Auch wieder so ein dämlicher Busch aus dem Plant Megapack, den man nicht vermehren kann. Das ist doch Kacke. Das ist doch echt doof. Wieso ist es denn so schwer, Kaktusgrün zu bekommen? Oder fehlt uns einfach die Geduld? Elgras, auch so eine Sache. Ja, Kaktusgrün, super. Und Extrabioms XL. Auch so eine... Ich weiß nicht, vermehrt sich denn Elgras? This grass is found growing underwater. Its name is due to the long, thin leaves that resemble eels. Kaktusgrün dye can be made from this grass. Ja, okay, also das wächst unter Wasser... Und ich weiß aber jetzt immer noch nicht, ob sich das auch vermehrt. Wir können ja einfach mal ein bisschen Elgras anpflanzen. Wir können das einfach ja mal unter Wasser setzen und nach einiger Zeit gucken, ob sich da überhaupt irgendwas getan hat. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Wo setzen wir das denn mal hin? Oh, man sieht auch schon gar nichts mehr, ne? Man sieht nichts. So, da ist es jetzt. Boah, ist das gerade dunkel. Komm, wir gehen mal eben mit der Fackel unter Wasser. Das weht auch nicht. Alles andere bewegt sich hier unter Wasser. Aber dieses Gras bewegt sich jetzt irgendwie nicht. Was ist das denn hier für Gras? Ach, das ist einfach nur mit der Erde verbunden, mit dem Erdblock verbunden. Hätte ich das gewusst, wäre ich doch gezielt auf Elgras gegangen. Zum Beispiel, als wir auf unserer großen... Unterwassertour waren. Aber ich bin immer noch zuversichtlich. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich hier auf dieses Elgras hier zu versteifen. Ich denke, wir finden auch noch andere Dinge. Andere Sachen, die nachwachsen. Wie auch immer. Bleiwurz, Kaktus, 3. Ja, Kaktus ist klar. War gesehen. Bleiwurz. 2 Violettbleiwurz. Hier sind wieder diese Tujas, Pyramidentuja, Hummerscheren, Schwanenblume. Wetten, das aus Schwanenblume. Was ist damit eigentlich?
Hellgrüner Farbstoff, okay. Zahnstocherkaktus. Grüner Farbstoff. Kaktusgrün. Dann können wir den nicht anpflanzen. Also daraus, aus diesem Zahnstocherkaktus lässt sich ja, wie viel haben wir davon? 6. Ob das so funktioniert? Boah, das wäre so cool. Das wäre so cool, wenn man den jetzt nutzen könnte. Komm, wir gehen mal eben schlafen. Wir gehen mal eben schlafen. Also das würde mich ja jetzt interessieren, ob das wohl funktioniert. Lass uns das ausprobieren. Spannend, spannend. Erde haben wir ja dabei, ne? Sand meine ich. Ja, Sand haben wir dabei. Schaufel alles andere auch. Bevor wir jetzt aufs Feld rennen, müssen wir erstmal gucken. Hier ist jetzt ein bisschen unsere Stichproben-Area. Oh, jetzt bin ich aber echt gespannt. Ja! Cool! Nice! Es geht! Wir können Zahnstocherkaktus-Kakteen anbauen. Anpflanzen. Das hat doch was. Sehr schön. Meine, generell können wir jeden Kaktus wahrscheinlich anpflanzen. Lass uns erstmal mit dem Zahnstocherkaktus an. Wir nehmen jetzt alle Zahnstocherkakteen daraus. Die werden ganz sicher, wenn sie groß sind, auch mehrere Setzlinge droppen. Gibt es noch mehr Kakteen? Wenn wir schon bei der Gelegenheit sind, da oben ist auch noch einer. Was ist das denn für einer? Oh, es ist so spannend. Es geht, es geht, es geht. Keulenkaktus. Was kann man daraus denn machen? Kaktusgrün. Ja, wunderbar. Eine Spaßeshalber können wir den ja auch noch anpflanzen. Ich meine, wenn wir jetzt sowieso schon Kakteenfelder anlegen. Den können wir ja nicht gebrauchen als Farbstoff, weil wir daraus nur Kaktuspaste machen können. Aber wenn wir mit Kakteen arbeiten, dann lass uns auch mit dem gleich einfach so ein bisschen hantieren. Ich hoffe natürlich, wenn die jetzt wachsen auf diesen trockenen Böden, dass wenn man die jetzt nachher da weghaut, dass da mehrere Setzlinge bei rauskommen. Ich weiß das nicht, ob das so ist. Das müssen wir natürlich ausprobieren. Ich hoffe, dass das so ist. Da ist auch noch ein Kaktus. Goldblütenkaktus. Wie viel haben wir davon? Nur noch ein. Ah, es wird rar, es wird rar. Weizengras, Fichtenspargel, bla 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 bla. Da ist auch noch ein Kaktus. Was ist das für einer? Ah, okay, damit kann man nichts machen. Dann bleibt er auch hier. Dann bleibt der auch hier. Ich denke, das reicht jetzt auch. Wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben hier. Wo kam der jetzt her? Keine Ahnung. Lass es uns einfach ausprobieren. Ich weiß es nicht. Aber wenn der wächst, dann müssten da doch auch mehrere bei rauskommen hinterher. Kann das doch nicht nur einer sein, der dabei nachher der Frucht der Erde entspringt oder der Frucht des Sandes, wie auch immer. So, hier sind, ach, hier habe ich schon so Ordnung, so ordentlich Felder angelegt, wie herrlich. So, ich meine, Kaktusfelder sind ja doch eher ungewöhnliche Felder. Da wir hier schon Netherwarzen haben, können wir hier eigentlich ganz gut mit dem Kaktus das Ganze etwas fortsetzen. So, direkt neben den Seelensand. Mal bis hier. Dann haben wir hier so ein... Wieso endet das eigentlich mit den... Na, wo wir das hier auch schon geendet haben. Okay. Ja gut. Haben wir jetzt eigentlich genug Sand mit? 64? Das reicht wahrscheinlich gar nicht. Aber wir können die Erde hier erstmal mitnehmen. Wir müssen sowieso überall alles hier mit Sand auf Dauer bestücken. Ich fange hier erstmal an. Mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen. So extrem lang sind die Reihen hier auch gar nicht. Also bis jetzt sieht es ganz gut aus. Die Hälfte haben wir noch nicht. Das geht doch noch. Das sieht doch ganz nice aus hier. So, erstmal so ein Sandfeld hier angelegt. Wie viele verschiedene Arten hatten wir jetzt? Wir haben natürlich ein, zwei, haben wir jetzt drei verschiedene nur. Ne, vier haben wir. Also eine Reihe brauchen wir noch. Eine Reihe brauchen wir trotzdem noch, auch wenn die jetzt wahrscheinlich nicht mehr komplett gefüllt werden kann. Mit diesen 14, 13 Blöcken, die wir haben. Aber wir fangen trotzdem hier jetzt an.
So, egal. Was soll's? Jetzt fangen wir an. Welcher Kaktus ist der schönste? Welcher ist der schönste? Ich finde den Zahnstocherkaktus irgendwie am coolsten. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, ob die wachsen, wenn die so nah zusammenstehen. Wir müssen es einfach ausprobieren. Ich habe keine Ahnung. Keulenkaktus. Haben wir nur einen mitgenommen. Auch der muss wachsen. Vielleicht wachsen die auch unterschiedlich schnell. Schauen wir mal. So, und dann unseren ganz normalen... Halt. Da ist noch einer. Goldblütenkaktus. So, da machen wir so. Dann nehmen wir den hier. Da müssen wir so ein bisschen die Abstände ein bisschen größer halten. Ach, der wächst ja schon. Da wächst ja schon was. Also sind auch Plant-Mega-Pack-Pflanzen, ne? Ich weiß es nicht, ob wir da was rausbekommen. Ich weiß es nicht. Au! Alles Plant-Mega-Pack? Alles Plant-Mega-Pack. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weiter gucken. Weiterschauen. Das hat ja alles keinen Sinn.